Ja, und weiter geht's vom Irak weiter in den Iran, und zwar nach Sanandaj. Ich habe mittlerweile zwischendurch auch schnell ein Update gemacht für diese Little Nav Map. Und siehe da, das, was eben noch so Schwierigkeiten mit hier Kirkuk und so weiter war, ist jetzt gar nicht mehr so schwierig, weil die eine ist jetzt da, der im Bau ist, wahrscheinlich im Bau ist, und das ist das, wo wir jetzt drauf gelandet sind, was wir schon im Anflug gesehen hatten. Da sind sie schon ein bisschen weiter, da funktioniert alles. Und hier ist auch eine Kennung drin, die erkennt. Na, OR, was ist das? OR1F? Genau, nicht ORF1, sondern OR1F, so war das. Ja, ja, und nun wollen wir hier übers Gebirge, das kriegen wir wieder schön irgendwas zu sehen. Ja, wird also sehr schön hügelig, nach Sanandaj. Im Iran, habe ich schon gesagt, ne? Ja, ist ja egal, mach ich eben normal, programmiert habe ich das auch schon. 135 Meilen, das lässt sich nicht umgehen, so das so ein langer und weiliger Flug. Aber, ja, es gibt halt nichts, was näher dran ist, das wird uns noch öfter passieren. Dann würde ich sagen, bevor ich mich jetzt wieder mal festquatsche, gebe ich Gas und hau ab hier, ne? Hui! Wenn ihr euch wundert, warum ich so ohne Instrumente klarkomme, ich hab die auf dem Tablet hier neben nochmal. Der Tablet sagt mir jetzt über 100 Knoten. Und jetzt noch mehr. Oh, ist das hier uneben. Alle hopp! Nehmen wir den Hüpfer gleich mit hier. Fahrwerk rein. Das du bist tatsächlich hier eine Military Base, sagt hier mein Tablet nebenher. Das erklärt auch, warum sie da nicht unbedingt jedes zivile Flugzeug drauf sehen wollen und vielleicht auch nicht jedes iranische Flugzeug lauter Kennzeichen. So, was haben wir für eine Höhe? 1000 Fuß ist noch nicht so viel, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ab da kann dann der Autopilot schon mal wieder den Rest machen. Also alles, was unangenehm oder lästig ist. So, also Autopilot, Alt, Nav. Mal eben gucken, ob ich den wieder auf GPS geschaltet habe. Ja, scheine ich tatsächlich mal zu haben. Richtung scheint auch in etwa zu stimmen. Das ist ja erfreulich. Ist ja nicht immer der Fall. Gucken wir mal ein bisschen raus hier. Ja, na, das ist jetzt hier die noch im Bau befindliche oder vermutlich noch im Bau befindliche. Jedenfalls ist auch auf den Luftaufnahmen bzw. den Satellitenaufnahmen jetzt nicht so viel Infrastruktur zu sehen. Sieht fast so aus, als wären sie da noch am Schrauben. Wo will er denn hin? Ach, er sucht wieder den Magenta-Streifen. Ja, ja, ja. Und dann dreht er wahrscheinlich ein. Ah, Autobahn mit LKW. Maßstab so groß. Denke ich. Hoffe ich. Sonst landen wir wieder irgendwo nirgendwo. Schnell noch Fotos schießen. Solange noch keine Flakwürchen. Ah ja, er dreht ein. Rahimawa. Rahimawa heißt dieser Ortsteil oder Stadtteil, wie es auch immer, wo wir gerade fliegen. So, ein bisschen mehr Höhe muss aber sein, da kommen wir wohl nicht drum rum. Allein schon wegen die Berge, auf die wir unweigerlich in absehbarer Zeit treffen werden. Aber wie gesagt, der Flug ist etwas länger. Da kann man sich seelisch schon mal ein Getränk, ein koffeinhaltiges Heißgetränk bereitstellen. Das mache ich jetzt auch allerdings mit Sprudel. Ah, kaltes, klares Wasser. Ah, Quatsch. Zuckerfreies Orangensprudel. Die B
Billigmarke von Lidl. Schmecken mir am besten. Das haben wir jetzt 4000 Fuß. Das wird noch nicht reichen. Ich sehe am Horizont schon Probleme auf uns zukommen. Aber ich denke mal, 5000 Fuß werden für den ersten Blick reichen. Und von da aus können wir uns dann notfalls hocharbeiten. So. Mal gucken, ob ich die 5000 genau treffe. Jetzt. Tja. Passt doch. Da vorne ist wieder ein Streifen unmotivierter Herunterladerei. Obwohl farblich könnte es glatt sein, dass das wieder so ein Streifen ist, wo das Satellitenbild von einer anderen Jahreszeit, einem anderen Satelliten oder was auch immer stammt. Oder wo der Bursche das alles zusammenbastelt, sturzbesoffen war, das kann natürlich auch sein. Gucken wir einfach stattdessen da hinten, da sehen wir auch so ein Teil. Naja, gut. Ich sag ja, in der Wüste wird so oft nicht neu fotografiert. Das kann man ja auch verstehen. Muss man nicht, aber man kann. Mit gewissen zerebralen Höchstleistungen können wir uns das Flugzeug ja nochmal angucken. Ne? Ich habe es ja umgemalt, hatte ich ja erzählt. Wir fliegen jetzt immerhin ja rüber zum Iran. Und die sind sicher, die haben sich nicht immer gut verstanden mit dem Irak. Ja, und so sieht die Mühle jetzt im Moment gerade aus. Ja, an der Unterseite arbeite ich noch. Aber immerhin. Ach, richtig, ich kann ja nicht wieder sehen, dass ich ein gutes Foto kriege hier. Aber am besten mit einem Hintergrund, der auch irgendwie passend ist. Wie zum Beispiel so, ohne dass da großartig Vierecke ins Bild kommen. Zu spät. Da kommen eigentlich auch Vierecke ins Bild, ne? Na gut, warten wir übers Gebirge, da gibt es sowieso bessere Fotos. Nach einer gewissen Höhe sieht das mit den Satellitenbildern doch schon ganz gut aus. Ja, Berge, Berge. Ei der Daus. Das wird noch eng. Was das Flugzeug angeht, da gucke ich derzeit schon im Internet nach, ja, welche Armeen das Ding so alles geflogen haben, beziehungsweise, das ist eine ganze Menge, ne? Also das Modell, die Beechcraft King RC-90B, und auch, gibt noch einige andere Varianten, C-350, C-150 und so weiter und so fort. Ich glaube, aktuell ist Version G oder so. Und es wird von einer ganzen Reihe Armeen geflogen. Apropos Armeen, ich habe schon Strom raus. Gas rausnehmen. Aber das heißt ja nicht, dass man zwingend nur die Armeen Skins dafür machen kann, die es tatsächlich geflogen haben. Es gibt ja noch genug andere. Wir werden ja so einige Länder durchqueren noch. Ich meine, so georgische Luftwaffe oder sowas. Mal gucken, ob ich da die Abzeichen für finde. Dann passt man sich halt der Gegend an, sozusagen. Und wie gesagt, die Baron, eine zweimotorige, die kommt auch noch in Frage. Aber so mit nachgefertigten Modellen von Privat oder so sieht das relativ mau aus. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt jetzt irgendwie eine sehr schöne DC-3, kostet 20 Euro. Das ist fast so viel wie der ganze Flugsimulator. Es gibt auch Moving Maps, so gerade für die Flughafen-Navigation. Kostet auch nochmal irgendwie ein, weiß ich auch, 20 Euro oder 30 Euro, da habe ich ehrlich gesagt lieber das Ding hier. Na, da kann ich notfalls nämlich auch bis auf den Flughafen runterzoomen. Dass er mitmoved hier, also Moving Map, das habe ich aber immer noch nicht wieder erreicht. Na, obwohl ich ihm sage, hier Options, mach mal Moving Map, nö. Hat er so gar keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, hier bestimmt irgendwas verkehrt gemacht, irgendwo ein Klick oder ein Klack.
Vielleicht geht das auch erst mit einer gewissen Größe. Nein, daran liegt's nicht, sonst würde er jetzt ja schon reinhüpfen. Na ja, schön. Es hat auch seine Vorzüge. Jedes Mal nämlich, wie man dann sagt, oh, ich wollte euch das und das mal zeigen, hüpft er nämlich sofort wieder zurück. Schön wäre wie so ein Hotkey, dass man einfach hin und her schalten kann. Sulaimania. Sulaimania. Ah ja. Berge. Ja, noch sind wir über Flachland und davon kommen Berge. Wir sind noch im Irak. Irgendwie finde ich, sollte man hier die Landesgrenze anders färben. Ist aber schwer zu sagen, ob man hier eine Landesgrenze oder so eine Regionsgrenze vor sich hat. Nun ja, sei es drum. Wir sind jedenfalls auf dem richtigen Wege und steuern schnurstracks erst auf Berge zu und dennoch auf höhere Berge. Und das sind wahrscheinlich die grünen Berge, konkurrent zu den blauen Bergen. Die sehen wir aber deutlich zerknitterter und damit höher aus als andere. Also wir werden noch ein paar schöne Bilder kriegen, denke ich. Da gucken wir mal zurück. Ja, ne? Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Hallo, habe ich eine Beule geflogen? Scheint so. Bin noch ein bisschen flott, ne? 192 Knoten ist eigentlich ein bisschen mehr, als die Mühle eigentlich haben will. Ansonsten sieht alles gut aus. Ein bisschen Thermik haben wir, also sind leicht gestiegen eben. Wow. Da unten sieht man wieder sehr schön. Das ist das andere unten. Da die Straße, genau. Die jetzt genau am Flügel vorbeizieht. Das eine ist dann die Satellitenaufnahme und das andere ist, was der Flugsimulator draus macht. Normalerweise passt das genauer, aber da sie sich halt die Daten von OpenStreetMap ziehen und OpenStreetMap darauf angewiesen ist, dass halt die Leute ihnen irgendwas rüberschicken, also was ranmalen. Ja, ich denke, hier in der Wüste gibt es vielleicht nicht gar so viele Leute, die mit dem neuesten GPS irgendwelche Straßen abfahren und sagen, hier, macht mal, da passt das gerade genau hin. Ja, dann ist das eben so, ne? Jetzt gucke ich aber mal eben ins Cockpit, ob da Ruhe herrscht. Autopilot pilotet. Da ist alles so, wie es sein soll. Oh, guck mal, da ist er aber gewaltig am Regeln, ne? Irgendwas passiert. Oh, guck dir die Seitentrümmung an, ist ja kein Wunder. Ach, da bin ich eben gegen geditscht. Kein Wunder. Eben beim Hochlangen zur Maus, ich meine zu den Steuereinrichtungen, bin ich nämlich gegen die Hebel geditscht. Und habe dabei natürlich die ganze Fluglage ein bisschen durcheinander gebracht. Ich habe schon gefragt, woran ich mir den Finger gehauen hatte, waren anscheinend doch Hebel. Das heißt, wir werden jetzt wieder eine sehr schöne, ruhige Fluglage haben. Mann, gut, dass mir das nicht in echten Flugzeugen passiert. Was haben wir für eine Ortszeit? Also 8 Uhr hier ist UTC, also Welt Nullzeit, Greenwich Mean Time und so weiter. Und 11.56 Uhr, also kurz vor High Noon, ist jetzt hier die Ortszeit. Ja. Das ist wahrscheinlich die Spalte, die das Schwert des Islam geschlagen hat oder so ähnlich. Also wenn sie da eine Straße durchgebaut haben, und ich wüsste nicht, wo man sonst eine Straße durchbauen soll, wenn nicht da, dann wäre so eine Menge Dynamit da verpulvert haben müssen, um da eine Kerbe reinzukriegen. Auf dich gewartet habe hier. Apropos, dann können wir ja gleich wieder am Flugzeug noch ein paar schöne Bilder machen. Ja, das Flugzeug muss immer bündig ausfüllen. Man muss ein bisschen von oben, damit man was sieht, aber gleichzeitig Scenery. Ja, so, ne? Und dann Knips. Und dann zu sicher nochmal Knips, falls irgendwelche Fraktale da drin wieder verrückt spielen. So, Abstand gewinnen. Boah, geil. Richtig geil.
Google, ich meine, gut, wenn ihr YouTube guckt, dann habt ihr sowieso Google drin, aber wenn ihr immer irgendwelches Google hier vor Ort schon habt, dann liegt es daran, dass er halt beim Schwenken jede Menge Satellitenbilder nachladen muss und die haben ja richtig Dateigröße, die Burschen. Ihr werdet euch jetzt vermutlich fragen, wird das passen? Sind wir hoch genug? Diese Frage ist durchaus nicht falsch. Mein Augenmaß sagt, ja, das passt. Tja, hätte ich es nicht gewusst, genau da führt eine Straße durch. Doch, das passt, ich bleibe dabei. Ja, das noch besser zum Ziel, ne? Was für geile Bilder. Da muss ich einfach grinsen. Das ist einfach schön. Vielen Meere, über die wir fliegen. Muss ich ja dafür sorgen, dass er hier immer enabled ist. Das muss man ihm ja mal extra sagen. Ich habe auch schon die erste Frage gehabt. Ist denn das Stock, was man da alles sieht? Ja, nicht mehr, ne? Ihr seht ja ein paar Plugins, habe ich schon installiert. Und einige, die man nicht sehen kann, aber jedenfalls kein einziges Plugin oder kein einziges Extension, die irgendwie Geld gekostet hätte. Ich habe wirklich nur den Flugsimulator gekauft im Steam Pack. Da waren wir ein bisschen schnickschnack dabei, ich weiß nicht, Scenery oder Airports oder was, eben so ein Komplettpaket, weil man ohne dann eben halt nicht viel mitmachen kann. Ja, bis jetzt habe ich von diesen, ich glaube 42 Euro oder was ich bezahlt habe, habe ich auch nichts weiter noch dazu bezahlt. Tangisar heißt übrigens das Kaff, über das wir gerade geflogen sind. Hm. Rechts denn noch für der Höhe für die nächste Bergkette? Da zielen wir vielleicht besser nochmal. Ja, für die reicht's wohl auch noch. Sag ich jetzt einfach mal so. Danach könnte es eng werden. Wow. Da guckt man sich ja gerne um, ne? Berge macht im Flugsimulator einfach mehr her. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du als Autobahnbauer hier stehst und dann sagst, schöne Scheiße und nun? Boah, da haben sie gleich zweimal durch irgendwelche Bergketten durchgesprengt. Sicherheitshalber ein kleiner Blick nach unten. Ja, notfalls kann ich das Fahrwerk ausfahren, dann hüpfen wir halt ein bisschen. Wahnsinnsbilder. Das sind halt so Bilder, an die man sonst nie guckt. Guck mal, Serpentinen! So rum und so rum. Da. Serpentinen mit Autos drauf.
Wer war da? 77 Meilen, ihr müsst noch 25 Minuten mit mir aushalten. Puh, da müsst ihr durch. Also ihr mitten nicht, ihr müsst, ne? Aber aus irgendeinem Grunde seid ihr ja schon wieder da. Guckt. So, unter uns jetzt Kanishaswar und Sirguesala. Sirguesala. Ein bisschen kulturaler müsste man das vielleicht bringen. So, umdrehen. Ja. Diese beiden Metropolen der Wüste haben wir soeben überflogen. Wie ein Buch. Bücher überfliege ich auch häufig. Ja, da unten nicht viel Fluss, aber immerhin, ne? Erinnerung an mich selbst, Wasserfarben vernünftig einstellen. Da ist ein Stift, da ist Wasserfarbe, nein, da ist Zettel. Wasserfarbe. Das hat immer so fürchterlich lange Ladezeiten, deswegen drücke ich mich immer so vor sowas. Was ist das? Ist das militärisch von Bedeutung? Aha, das ist der Ausläufer einer Stadt. Vermutlich Yakhimali. Muss nicht zwingend sein, es könnte auch sein, da kommt noch was ins Bild. Ich habe mir den Tablet mit Satellitenbildern nebenher laufen hier. Arabit. Da das dick geschrieben ist. Oh ja, das passt hier auch mit der Form von diesem komischen Dingsbums gut. Das ist also definitiv Arabit und auch auf dem Satellitenbild ist das zu sehen. Das ist wie so eine Neubausiedlung, ne? Zwischenkontrolle zeichne mir noch auf. 1, 2, 3, Test, bla bla. Ja, wir zeichnen noch auf. Und auf die Karte können wir auch mal wieder gucken. Oh ja. Ist ja richtig bewohnt hier. Da kommt noch was auf uns zu. Und das meiste davon ist uneben. Das neben uns, da links, das ist die, ja, welche Straße ist das? Die 46. E46 für Europastraße oder A für Arabienstraße. Das steht hier nicht. Hier steht einfach nur ein grünes Schild mit einer weißen 46 drin. Das ist ja eine Autobahn. Weil es ist schön zweispurig, genau. Das Ganze ist die Fahrbahn. Zwei Fahrspuren und die sind aufgeteilt in insgesamt 6 Fahrstreifen. Genau, so war das. Oh oh, Ladehemmung. Aber noch läuft's ja. Boah. Sehen die Berge geil aus oder sehen die geil aus? Zwischendurch nochmal hier auf die Trimmung gucken. Ja, das sieht alles gut aus. Bisschen nach vorne getrimmt. Ja, Seitentrimmung hat er glaube ich auch. Obwohl, der kann der Autopilot glaube ich auch noch, ne? Hier. Du bist jetzt als zusätzlicher Dämpfer arbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Sprit aus, mal gucken. Ja, das wird reichen. Nein, das war kein Schnitt, das ist immer so. Wenn ich hin und her schalte, zwischen innen und außen, hängt es einen Wuppdich. Manchmal weniger aus, ist aber in der Regel kein Schnitt. Ich mag keine Schnitte. Schnitte bedeuten für mich jede Menge Mehrarbeit, also nehme ich alles in einem Take auf. Hatte ich nicht irgendwie angedroht, mir noch einen Dudelsack einzupacken? Mach ich vielleicht auf der nächsten Etappe, mal gucken.
Ich habe nämlich auch einen elektronischen Dudelsack. Das heißt, ich brauche nicht mit der großen Donnerhupe. Flugzeug ist sowieso schwierig. Sondern ich habe so einen elektronischen, der aber auch so ziemlich alles kann und mit dem man schon eine Menge Spaß haben kann. Dann kriegt ihr zusätzlich zu schlechtem Sound gesprochen, vermischt mit Motorlärm, auch noch Dudelsackgeräusche über die Bordelektronik. Das klingt bestimmt interessant. Originell. Was hat man lange nicht gehört? Ja, ich kann ja mal Probenudeln. Im Fühlen hinten hier im Gepäckabteil. Da kann ich mir das später nämlich anhören, wie groß das anhört. Muss den Knopf machen und den Knopf machen. Einen laut leise Knopf. Ich glaube, das reicht schon, oder? Jedenfalls ist der Lautsprecher hoffnungslos überfordert. Bin mir nicht mal sicher, das wird sich leider, ob der über die Gaussperre überhaupt wegkommt. Ich habe relativ energisch gerauschsperrt, aus begreiflichen Gründen. Jetzt allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der richtige Knopf... Oh, wir fliegen über eine Großstadt. Hier wird sogar eine bestimmte Moschee, wurde ich eben genannt. Muss wohl irgendwas Beeindruckendes sein. Jedenfalls sollte ich jetzt langsam mal hier ein bisschen Höhe zulegen. Mal Augenmaß mal Pi, ja, das müsste dann reichen, wenn das so weiter steigt. Ja, würde man jetzt hier dem Simulator alleine alle Macht überlassen, sprich keine Satellitenbilder verwenden werden würden. Hätten können, dann würden wahrscheinlich auch diese Berge irgendwie wie die Alpen aussehen. Granit 1 mit Moos 2. Und das hier sieht doch schon ziemlich geil aus. Wird es reichen? Wird der Held dieser Geschichte den Bergpass erreichen oder wird sein Flugzeug am Ende der Welt zerschellen, worauf sein Körper mumifiziert, von der Kälte, der Hitze und der Sonne gleichermaßen, von nicht nur Verirrten, nein auch von irren Wanderern gefunden wird. Welch anderer Wanderer würde sich in diese Gegend verirren als Irre? Okay, Archäologen und Geologen vielleicht, aber die zähle ich im weitesten Sinne auch zu den Irren. Ja. Wird interessant mit der Höhe, ne? Mal gucken. Könnte knapp werden. Also, wenn diese Schätzung hier passt, wird das eng. Aber noch bin ich optimistisch. Das müsste eigentlich hinhauen und wenn nicht, dann schalte ich den Autopiloten ab und drehe noch eine Runde. Ich glaube, das ist schon die Maximalsteigung. Ne? Wir steigen jetzt hier 7,5, das sind 750 Fuß pro Minute. Müsste so an sich reichen. Hier müsste man eher mit Grau und Braun tarnen, ne? Oder Schwarz-Grau-Braun, da kann man bestimmt schön was draus machen. Apropos, ich kann auch Fotos machen. Noch. Und immer zweites hinterher. Sicher ist sicher. Noch passt's.
Was für ein Bild. Ach, da kann man auch einfach mit dem Auto rüberfahren. Bergsteigen braucht man jedenfalls nicht. Aber da hat man richtig Platz, um sich mal in Ruhe die Füße zu vertreten. Im Tal liegt eine Stadt. Wo auch sonst. Oh, das ist ja mal eine Straßenführung. Na, passt noch, ne? So sieht's natürlich gefährlicher aus. Wow. Wie geil. Ja, da hinten kommen dann erst die richtig hohen Berge, ne? Ich darf also noch ein bisschen im Steigflug bleiben. Wo sind wir denn jetzt inzwischen? 8.500. Fuß über Null. Wahrscheinlich so etwa 7.000, 7.500 echte, also über Startpunkt. Ja, das ist schon ein Ende. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen mehr PS rein. Das ist zum Steigen sicherlich hilfreich. Oh ja, die Steigrate klettert auch drastisch. Sind wir bald da? Nein, wir haben wohl gerade eben die Grenze zwischen Iran und Irak überquert, wenn ich das richtig sehe. Wir sind also jetzt im Iran. Da ist ein bisschen mehr Flughöhe sowieso nicht ganz verkehrt. Aber nach dieser Bergkette, die jetzt kommt, danach müssten wir eigentlich in einer vernünftigen Höhe sein. Viertelstunde, dann sind wir da. Ich bin immer im Steigflug. Müssen wir auch. Obwohl, ich kann ja mal probehalber hier. Ja, also wenn ich den so als Zielmarker benutze, könnte das so gerade noch reichen, ne? Fällt jetzt noch ein bisschen, weil er wieder Geschwindigkeit verliert. Aber es könnte so gerade hinhauen. Solche Bilder muss man echt auf sich wirken lassen. Vorstellen, in so einer Gegend, in jeder Hand einen schweren Koffer, ohne Kamel. Boah, da kannst du dich aber auf den Marsch einstellen. Was habe ich hier eigentlich für eine Temperatur? Minus 3 Grad haben wir in der Luft. Geht ja auch. Fast so wie hier. Da oben rechts schon wieder so ein Ferienflieger unterwegs. Ich wundere mich, dass hier die Kondensstreifen immer schwarz sind. Ich kenne sie eigentlich eher weiß. Vielleicht ist der Smog hier noch etwas intensiver oder so. Auch hier wieder sei erlaubt eine Schätzung, ob es passt. Ich würde sagen, ja, es passt. Irgendwie habe ich Kohldampf. Ich glaube, ich schnapp mir gleich. Genau
so ein Hau mich weg, so ein Töpfchen. So, also nicht aufs Töpfchen gehen, sondern so ein Suppendings. Der braucht nämlich ewig zum Abkühlen. Und ich hoffe jetzt, dass das passt mit der Höhe. Ich glaube, so lange bleibe ich noch auf dem Pilotensitz. Ach komm, das passt. Na gut, schlapp. Ja, ich sag, das passt auf jeden Fall. Autopilot, der kümmert sich schon drum. Und ich bin ja nicht ewig weg. Außerdem bleibe ich in Hörweite. Ihr könnt mich im Rücksitz raus hören. Und eine neue Flasche Sprudel brauchen wir auch. Wer natürlich all sein Süppchen mit Sprudel auffüllen könnte, aber ich glaube, das könnte geschmacklich verirrend sein. Was habe ich denn noch alles? Ein solchen. Und ein solchen. Für den großen Hunger zwischendurch. Dann brauchen wir noch Wasser. Dafür habe ich einen Wasserkocher in meinem im Gepäckabteil, der mit 24 Volt läuft. Na komm, Wasserkocher, koch Wasser. Ja. Jetzt haben wir. Folie abreißen und genießen. Ah, staubig. Ach, da muss vorher Wasser rein, richtig. Na, was war da doch? Tü, seid ihr schon zerschellt? Nein, ne? Ich höre noch den Motor. Dann kann es so schlimm sein. Doch, wen juckt's? Jetzt gehe ich mal Kontroll gucken. Wenn's Wasser kocht, kann ich jetzt allerdings nicht hören, weil der Motor zu laut ist. Ah. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Wieder mal überstanden. Oh, ja. Das ist bestimmt die Datumsgrenze hier. Ich tippe mal, naja, wie Sommer sieht das eigentlich auch nicht aus, wenn ich mir das so näher angucke. Aber kann Nordlage und Südlage kann man sehr schön auseinanderhalten. Wow, wie geil. Ja, mit der Höhe müsste das hinkommen. Ich glaube, ich lasse euch ein bisschen dahin gucken in der Zeit. Ich kann euch ja hier vom Rücksitz noch was zurufen. Ah, der Wasserkocher kocht Wasser, sehr gut. Hört ihr es schon, ne? Zumindest gibt er sich Mühe. Was höre ich gerade aus Deutschland? 6,5 Grad Celsius draußen. Wärmer als Flugzeug oder ums Flugzeug rum. Im Flugzeug habe ich zum Glück Heizung und ich habe eine Druckkabine, das ist viel wichtiger. Weil, was habe ich erzählt? Dienstgipfelhöhe. Irgendwas so um die 20.000 Fuß. Da wird das mit dem Luftholen schon schwierig. Ne? Da kann man sich so einiges holen, aber keine Luft. Da sind dann die Zukunftsaussichten dünn. So dünn wie die Luft. Dünn Luft. So, dann fülle ich mir da noch ein bisschen Wasser auf. Auch hier in der hohen Höhe hier. Hier kocht das Wasser ja viel einfacher, als er gar nicht warm ist. Kabine. Also, was hier kocht, bin ich. So, jetzt komme ich wieder nach vorne auf den Pilotensitz und kann notfalls rennend eingreifen. Ja, jetzt habe ich aber vorne gar keine Cupholder. Wo stelle ich die denn hin? Auf die Knie, da kann nichts passieren. Boah. Okay, schon wieder hier in Satelliten. Fauxpas. Da gucke ich auch lieber nochmal genauer hin. Doch, passt. Hier liegen mal wieder Wolken auf dem Boden, aber das darf man so verbissen nicht sehen.
derweil mein Süppchen zurecht. Ich würde sagen, wenn wir da sind, ist es wahrscheinlich gerade so weit abgekühlt, dass man es auch schon essen kann. Apropos, wenn wir da sind. 4 Minuten, das, da wird es noch nicht abgekühlt sein, sag ich mal. Soll ich mir da nicht ein wenig auch den Kopf ums Runterkommen machen? Erstmal muss ich mein Süppchen umrühren, das ist wichtiger. First things first. So. Jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen dem Fliegen zuwenden. Tja, gucken wir nochmal auf die Karte. Aha, es liegt quer, aber ich würde sagen, der bessere Anflug wäre von Süden, aber ich schätze mal, der von Norden macht viel mehr Spaß. Dann kommen wir nämlich nochmal über die Stadt rüber, die sich unmittelbar hinter irgendwelchen Hügeln auftun wird. Höchst interessant. Die nächste noch rüber müssen? Nee, ne? Ich glaube, da in dem Taleinschnitt liegt das. Oder täusche ich mich? RNG heißt übrigens nicht Random Number Generator, sondern einfach Range. Jetzt kann ich 20 Meilen weit gucken. Angeblich. In Wirklichkeit sehe ich ja 10 Meilen weit, ne? Ich weiß nicht, ob das beim Original auch so ist. Oder er meint den Durchmesser hier, das kann auch sein. Der wäre dann 20 Meilen. Nun ja, sei's drum. Ja, Sommer und Winter hat schon gewisse Unterschiede. Ich glaube, die hellen Aufnahmen hier haben auch eine deutlich höhere Auflösung, oder? Da wird sich Google gesagt haben, da lebt eh kein Schwein, da merkt man es nicht. Nehmen wir erstmal die teuren Bilder, die packen wir dann dahin, wo Leute sind. Zum Beispiel bei Sander Dutch. Ja, 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 doch, das sieht fast so aus, als kämen wir da schon auf den Boden. Das da übrigens ganz rechts unten ist Malakshan. Malakshan, keine Ahnung. Würde ich nicht sagen? Mal gucken. Ich glaube fast, sehe ich da schon einen Flughafen? Mal gucken, ob ich meine Nase so weit rausstecken kann. Nee. Könnte ein Flughafen sein, ne? Jedenfalls ist das definitiv zu viel, um einfach nur irgendein Dorf zu sein. Dann sollten wir vielleicht den Autopiloten abschalten. Ja, ein bisschen so gucken und dann eine dezente, schöne Fliege fliegen. Ordentlich Gas rausnehmen. Und noch eine Runde über die Stadt drehen. Immer noch 9000 Fuß hoch übrigens. Also nicht gerade die typische Strandlage hier. Sander Dutch, ja, richtig ausgesprochen, glaube ich. Ach, guck an. Hier wird gerade eingeblendet unten in meinem Tablet University of Kurdistan. Die ist offenbar in Sander Dutch. Mal kurz
kurz den Blick nach unten wagen. Ausnehmen, damit ich das Fahrwerk. Ja, so ist die Richtung. Da, ich sehe ihn schon. Ja, ich weiß, wir werden langsam. Da kann ich jetzt das Fahrwerk rausfahren, das ist eine super Gelegenheit. Und Landeklappen. Ordentlich an Höhe. Aber wir können jetzt schön langsam fliegen. Alle Landeklappen sind raus. Wir werden immer noch langsamer, das wird sich gleich wieder geben. 110 Knoten halten wir jetzt ungefähr. Ich gehe mal wieder auf meinen Nebendingsausgang zum Landen. Passt das mit der Richtung so halbwegs? Naja, muss noch weiter runter. So, 120 Knoten. 110. Na, so viel zu heben brauchst du nur wieder nicht. Bremse rein. Haben wir es ja wieder mal geschafft. Herzlich willkommen im Iran. So, wo die Wirtschaftsgebäude sind, sehe ich diesmal von selbst, nämlich links. Zusammen mit dem Bus und die Bauarbeiter stehen rum und machen das berühmte Bauarbeiterdenkmal. Interessant. Ah, moderne Architektur aus den 60ern, so freischwebendes Gebäude und so. Dazu muss man erklärend sagen, dass diese Flughafengebäude jetzt nicht direkt von vom Simulator sind, sondern es hat irgendjemand ein Add-on geschrieben, dass bei leeren Flughäfen oder irgendwie für tote Hose ist, da baut er automatisch ein bisschen Szenerie dazu. Ja, das
das hat er eben noch gemacht. Die Landebahn war wohl so von ihm nicht vorgesehen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Und es gibt irgendwo ein Häkchen, das weiß ich wohl, mit dem man, ich glaube, Landing irgendwas follows Terrain. Man kann also einstellen, ob die Landebahn der Kontur des Bodens folgt oder ob sie immer gerade ist. Und ich habe mir gesagt, ach wieso, eine echte Landebahn folgt doch im Zweifel auch irgendwie Konturen. Aber dass man auch das Vorfeld der Konturen folgt, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal, sieht lustig aus und allein schon deswegen. Nein, darunter fahren tue ich jetzt aber nicht. So mutig bin ich nur auch wieder nicht. Ja, wird euch auch bekannt vorkommen, irgendwie wiederholen die sich so ein bisschen, die automatischen Flughäfen. Aber wenn man die Wahl hat zwischen automatischem Flughafen und gar keinem Flughafen, finde ich das hier schon sehr viel sympathischer. Was ist eigentlich unser nächster Flugpunkt? Teheran schon? Muss ich gleich mal eben gucken. So, dann wären wir angekommen. Die richtigen Hoheitsabzeichen haben wir ja schon. Dann danke ich euch wieder mal für eure Engelsgeduld. Freue mich, dass wir so schöne Bilder gekriegt haben. Und hoffe euch auf dem Flug nach Teheran. Wird das Teheran sein? Mal schauen. Wohin auch immer begrüßen zu dürfen. Ja, meine nächste. Aha, da! Quark, was? Hamadan! Hamadan Mil. UIHS. Auch nicht ganz klein, der Flughafen. Und danach das nächste wird Teheran sein. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Reingucken.